Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rise of the Tomb Raider. Eine neue Aufnahmesession beginnt, also wird auch wieder ein wenig angeboxt, Unboxing betrieben. Errungenschaft, ein echter Sammler. Okay. Sammeln Sie 150 Karten. Schön. Ah, scheiße, jetzt habe ich nicht gezeigt, was hier rausgekommen ist. Ja, gut. Heldenhafter Forscher. Heldenhafter Forscher, Meistergewährtes Outfit, so wie alle. Okay. Gewährtes Heldenhafter Forscher Outfit. Ah, auf Shift gehe ich da raus. Antike Forward-Pack. Scharfschütze. Bringen Ihnen spezielle Bonus. Oh. Gewährt unbegrenzte Feuerpfeile. Aha. Gewährt einen Leuchtfeuerbogen. Okay. Unsterbliche Rüstung. Genau. Meister. Schienenkanone. Kohlen durchschlagen Feinde. Railgun sozusagen. Upgrades des Leuchtfeuerbogens. Endlos-Magazine. Ah, okay. Gewährt unbegrenzte Giftpfeile. Überlebender Pack. Und das nächste Mal gibt es dann nochmal drei. Sanitäter lassen sich schneller anlegen und verbrauchen nicht zwangsläufig Ressourcen. Oh gut, das wäre eine Möglichkeit. Ist deaktiviert. Benutzen Sie Verbände. Oh. Ah, es gibt auch Regeneration. Okay, gut zu wissen. Lautlose Kills machen Sie vorübergehend unbesiegbar. Okay, Nahkampfkills an euren augenblicklich die Gesundheit, können aber keine Verbände benutzt werden. Das ist übel. Gewährt das Expeditionsjagen-Outfit. Okay. Fortfahren. Ich wüsste gerne mal, wie man diese Karten einsetzt, weil es gibt so manche Dinge, die ich schon gerne einsetzen würde. Ne? Jacob suchen. Ah, genau. Stimmt, ich bin ja da in diesem komischen Lagerraum aufgewacht mit dem Heizofen. Und jetzt bin ich auf der Suche nach Jacob. Na, Fenster mal lädt. Boah, ich muss morgen Mittag echt unbedingt Minecraft aufnehmen, ne? Aber Freitag bin ich nicht zu Hause. Samstag bin ich nicht zu Hause. Sonntag bin ich nicht zu Hause. Stimmt. Also morgen müssen einige Folgen Minecraft raus. Gab's da drin überhaupt noch was? Nee. Aber es gibt hier Bergungsgut. Eisen und Stoff. Ein Basislager. Verborgenes Refugium. Wieder allein. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Mhm. Okay. Mach ich das mal. Waffen kann ich nicht upgraden. Okay. Ich spiele mal jetzt ein bisschen mit der Sniper. Ah, hier ist eine Seilwinde. Okay. Beziehungsweise ein gespanntes Seil. Oh, scheiße. Verbündete in der Nähe. Ah, das ist diese Baba Yaga-Mission. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen?
Natürlich. Pistolenvisier. Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit Ihnen. Inwiefern? Gut, dann habe ich jetzt ein paar Missionen zu erledigen. Boah, wie gut, dass ich den Dietrich habe, ne? Erfahrungspunkte. Und Giftpfeiler. Na gut. Also da ist die Baba Yaga Mission, die mich natürlich auch sehr interessiert. Da kann man klettern. Das Ziel darf uns nicht entwischen. Wir müssen wissen, warum sie Team Bravo gefolgt ist. Bravo ist unterwegs auf keinen weiteren Widerstand gestoßen. Findet die Einheimischen, wir brauchen Antworten. Oh, hi. Wer ist da? Schießen! Verdammt! Jetzt! Wir sind einer weniger! Ja! Wenn hier jemand ist, es ist sicher. Sie kann rauskommen. Muss definitiv mit der Kalaschnikow spielen. Sie versteckt sich noch. Sie muss irgendwo hier sein. Vielleicht gibt es eine Spur. Wo ist denn jetzt hingefallen? Oh, da ist die Baba Yaga Mission. Nichts. Aber auf jeden Fall groß genug für ein Versteck. Vielleicht in einem dieser Spinde. Blut. Sie ist verletzt. Ah. Hallo. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara und deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahrmacht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Natürlich. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Danke. Der Pfad zum Tal führt durch die Höhle östlich von hier. Okay, gut zu wissen. Ich muss aber definitiv ein Basislager finden, weil ich... So sehr ich auch Scharfschützengewehre mag, so schlecht bin ich auch mit denen. Okay, das kann ich nicht abschießen. Wo war denn das Lager? Das war noch weiter unten, ne? Haben Sie die Höhle geräumt? Ist die sicher? Noch nicht. Nein, noch nicht. Mach ich noch. Ich muss erstmal die Waffe wechseln. Spätestens bei den Wölfen würde ich sonst große Probleme bekommen. Ja, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Nice. Dann nehme ich auch noch das mit den Ressourcen. Alte Fähigkeiten, nur doppel. Zwei Pfeile schnell nach. Okay. Waffen. Hier kann ich was aufrüsten. Ah. Schussfrequenz. Nachladegeschwindigkeit. Mehr Munition. Und hier gibt es auch noch eine optionale Mission. Sie sind zurück. Gut. Dann können Sie uns helfen. Wo ist das Problem? Ich habe im ganzen Tal Krieger verteilt.
Gestern Nacht wurden zwei meiner tapfersten Leute gefangen. Und ich glaube, dass sie noch leben. Ein Dritter konnte entkommen und hat mir erzählt, dass man sie unter den Bahnhof gebracht hat. Er sah, wie man sie in Käfige steckte, bevor er fliehen konnte. Ich habe noch ein Dutzend Krieger im Tal und muss hier bleiben, um ihre Angriffe zu koordinieren. Aber sie... Ich habe gesehen, was sie können. Und ich muss sie um Hilfe bitten. Natürlich. Ja, natürlich. Vielen Dank. Sie kannten das Risiko und sind bereit, für unsere Sache zu sterben. Aber das kann ich nicht zulassen. Okay. Wo habe ich jetzt überall Missionen? Hoppla. Okay. Das ist die Baba Yaga-Mission dort vorne. Hoppla. Nein. Die Baba Yaga-Mission, da ist ein Missionspunkt. Ich glaube, da noch woanders einen grünen Missionspunkt. Ich gehe aber erstmal zu der Baba Yaga-Mission. Weil die scheint direkt dort im... Ne. Im Grab zu sein, das ich ja sowieso plündern wollte. Von daher bietet sich das ja an. Na super. Habe ich hier gerade Wölfe gehört? Ja, nein. Große böse Miezekatze. Zwei edle Felle habe ich dafür bekommen. Ja, ja. Tierschutz gilt nicht, wenn es dich töten möchte. Hier ist ein Pfad. Gut ausgetreten. Und hier ist eine Tür. Gut zu öffnen. Unbekanntes Gebiet. Lara, ich habe bei einem toten Eindringling ein Funkgerät gefunden. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Ich kann die Frequenz der Eindringlinge überwachen, während ich mich verarzte. Ich melde mich, wenn ich was Nützliches höre. Ich sollte auch öfter mal hier den Überlebensinstinkt einsetzen. Was kannst du mir noch über das gottlose Tal erzählen, Nadja? Meine Leute meiden diesen Ort. Schon seit Jahrhunderten. Als die Sowjets hier waren, wollten sie dort einen Vorposten errichten. Aber sie haben Baba Yaga verärgert. Und sie hat sie alle verrückt gemacht. Großvater hat mir alles über sie erzählt. Sie wohnt in einem magischen Haus, das auf Vogelbeinen läuft. Glaubst du denn daran? An das Haus mit Vogelbeinen? Ich glaube, Großvater. Er war im Gulag, als die Sowjets meine Oma ins Tal brachten, um beim Erforschen der Ruinen zu helfen. Ach, Mädchen. Du machst mich fertig. Ach, jetzt kriegen wir das Audiolog nicht mehr. Super. Ganz großes Kino. Shit. Langsam. Ja, scheiße, ne? Ich hätte gedacht, das setzt an einem gewissen Punkt wieder an, das Audiolog, wenn ich hier drauf gehe, aber dann halt nicht. Lara, warte. Ich empfange eine Übertragung. Das musst du hören. Overwatch, kommt! Sofortige Evakuierung! Scheiße! Was zum Teufel ist das? Das war die Hexe. Irgendwas geht da draußen auf jeden Fall vor.
Egal was es ist, wir werden es herausfinden. Dieses Mal. Hallo, ich drücke E. Wollte gerade sagen. Lara, warte. Ich empfange eine Übertragung. Jetzt kann sie weiterreden. Ja, wie gut, dass wir das bereits gehört haben. Ja, solche Schikanen bin ich bereits aus dem ersten Teil gewöhnt. Würde die Technik funktionieren, würden wir auch deutlich weniger draufgehen. Nur weil die Steuerung ziemlich dreckig ist teilweise. Du musst nicht in den alten Tempel. Geh zum hölzernen Steg an der Klippe. Ein Seil sollte dorthin führen. Auf diesem Pfad kommst du direkt ins Tal. Ah, während ihr redet, kann ich nicht. Okay. Was habe ich bekommen? Geheimnisse. Was höre ich da? Ah, Federn habe ich voll. Okay. Wenn ich das Tor runterlasse, kann ich höher hinaufklettern. Kann ich damit das Ding hier einreißen? Nee. Okay, komisch. Das werden wir noch genauer erforschen. Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. Alles klar. Tuch. Tuch ist sehr gut. Das war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. Neue Dokumente und Wandgemälde positionieren. Mist, das Gegengewicht hängt fest. Ah. Ich muss durch diese Tür. Okay. Okay, das kommt da nicht hin. Was kann ich hier tun? So, wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Was habe ich damit jetzt gerissen? Ah. Okay. Jetzt auch noch eine Schriftrolle? Es heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt,
Ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen. So wie sie auch mich rufen. Griechisch. Ja, und damit bedanke ich mich. Oh, es speichert. Oh, kann ich jetzt auch eigentlich ausmachen. Ich bin sehr müde gerade. Ach. Ja. Ich werde gerade sehr müde, deswegen die nächste Aufnahme könnte ich wahrscheinlich voll in eine Tonne treten. Ich hoffe mal, dass ich wirklich auch an der Stelle hier wieder einsteige beim nächsten Mal. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.